herzlich willkommen zu Gesundheit im Gleichgewicht. Mein Name ist Thomas Riegel, ich bin auf dem Weg zur ganzheitlichen Gesundheit. Ich möchte den Menschen inspirieren, den Heiler an sich zu entdecken. Ich habe heute die Gerrit bei mir zu Gast. Wir werden uns über ihren inspirierenden Lebensweg unterhalten, gehen dann in die bewusste vegane Ernährungsform über und zum Schluss wird sie Ringana vorstellen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich eine Frage an dich stellen. Gerrit, möchtest du dieses Interview mit mir führen? Ja, ich will. Ja, Gerrit, magst du uns vielleicht ein bisschen was aus deinem Leben erzählen? Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Ja, also kurz zu mir. Ich bin, zu dir? Ja. Ich bin 39 Jahre, bin alleinerziehende Mama von einem 5,5-jährigen Jungen und... Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Von dem Hund Lissy ist dabei. Lissy ist auch dabei. Die ist schon 7. Ich bin ursprünglich aus dem Osten. Okay. Wo hast du denn da gelebt? In der Nähe von Frankfurt-Oder. Okay. Das sagt ihr wahrscheinlich was. Kurz vor der polnischen Grenze. Okay. Der Ort hieß Selo. Da gibt es die Seloer Höhen. Das könnte unter Umständen niemand was sagen. Das ist eine russische Kriegsgräberstätte. Ziemlich groß. Oh, das hört sich sehr interessant an. Ja, ja, da waren wir auch sehr viel. Also das, da sind wir immer viel spazieren gegangen, auch mit der Schule. Da komme ich her, bin da aufgewachsen ja. Und habe dort, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, 2000 bin ich damals hierher gekommen. Das war durch einen, meinen damaligen Freund, der hat einen Job hier bei Airbus gekriegt und dann diese ganze Sache mit Fernbeziehungen, bla bla bla. Das fand ich irgendwann dann doof und habe gesagt, so, ich möchte jetzt gerne mit. Habe meinen Job gekündigt im öffentlichen Dienst, ganz clever, um dann hierher zu kommen. War dann erstmal kurzzeitig ein bisschen arbeitslos und habe dann einen Job in einer Steuerberater-Sozietät gefunden. Und dann hat das so seinen Lauf gemacht. Irgendwann bin ich bei Airbus gelandet. Und da war ich auch die meiste Zeit, in der ich hier war, tatsächlich bei Airbus. Ja, das ist so die ganz kurz mal. Okay, sozusagen die Kurzfassung. Sehr kurz, ja. Wenn du da noch spezifische Fragen hast, dann hake ein. Ja, schön. Was hast du da gemacht bei Airbus? Bei Airbus war ich in der Administration, also nur kaufmännischer Bereich. Da habe ich auch verschiedene Gebiete durch. Qualität, Diskrepanzenbearbeitung, weiß ich nicht, ob dir das jetzt was sagt. Also es müssen ja bestimmte Anforderungen eines Flugzeugs müssen ja am Ende des Tages erfüllt sein. Okay. Und da gibt es ja hin und wieder mal zwischen Design und zwischen Produktion gibt es immer mal wieder Abweichungen und da gibt es natürlich auch eine Qualitätskontrolle, die dann da steht und sagt, ach du, da musst du noch was nacharbeiten und du, da musst du noch was nacharbeiten und für solche Fälle war ich dann noch mit da. Also das war auch eine schöne Zeit, da war ich 11 Jahre, oh, möchte ich cool. sagen. Ich glaube, waren insgesamt 11 Jahre. Cool. War richtig spannend. Hat Spaß gemacht. Bei ja, sehr schön, sehr schön. Viele, viele nette Menschen kennengelernt. Das glaube ich ja, ist ja auch sehr umfangreich, ja. Das war damals schon, als ich das erste Mal da hingekommen bin zu meinem Vorstellungsgespräch, da hat die mich abgeholt, vorne am Osttor, die, ich weiß gar nicht, ist ja auch egal, wie sie heißt, hat die mich abgeholt und fuhr die da mit mir rein und ich so, boah, das ist ja wie eine eigene kleine Stadt hier. Ja. War echt, fährst du da so unter diesen Tunnel durch, ne, wo die, wie heißt es, wo die Landebahn drüber geht, das war schon echt krass, ja, so, boah, also da erinnere ich mich richtig dran an den Moment. Ja, das hört man gut raus, ja. Hm? Das war schon beeindruckend und dann ist es aber, wenn du da bist, ist es halt so, ja, mein Gott, Airbus, das ist halt riesig. Ja. Nee, war aber eine coole Zeit. Ja. Magst du uns ein bisschen vielleicht von deinen Eltern erzählen? Deine Mama, deine Eltern? Meine Eltern, die sind 2015 haben sie den Weg hierher gemacht. Die sind ja natürlich, wie gesagt, wir kommen da aus dem Osten. Ja. Ein kleines Ossi-Kind und meine Mutter, mein Vater war schon in Rente und meine Mutter ist dann, ja, muss 2015. Genau, es war das gleiche Jahr, dass meine Mutter dann in Rente gegangen. Und dann war eigentlich der Plan, dass sie nach Oebisfelde ziehen. Wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen. Nein. Oebisfelde ist in der Nähe von Wolfsburg, ist aber so das letzte Örtchen im Osten. Da wohnt ein Großteil meiner Familie immer noch. Und da war damals so geplant, ja Mensch, da wohnen ja so viele, lass uns da mal hinziehen. Und irgendwann sagte eine Freundin von mir, du Gerrit, warum ziehen die denn eigentlich dahin und nicht hierher? Und ich so, ja, weiß ich nicht. Ja, na, du bist doch hier. Hm, stimmt, ja.
Und dann hatte ich das meiner Mama mal gesagt. Dann habe ich gesagt, du, also wenn ihr schon umzieht, dann macht es ja irgendwie auch Sinn, wenn ihr zu mir kommt, oder? Weil da bist du zwar dann, ist ja dichter, ist 160 bis 180 Kilometer irgendwie, also gute 2 Stunden von hier, ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie 4 Stunden. Aber 5 Minuten Entfernung ist immer noch besser als 2 Stunden, ne? Definitiv, klar. Und ich habe natürlich auch die Hilfe mit meinem Kind gerne in Anspruch genommen, logisch. Wenn man da so ganz alleinerziehend ist, irgendwann ist es dann schön auch mal zu sagen, so bitteschön, da habt ihr euren Enkel, bye bye. Deswegen war mir das natürlich dann auch wichtig, dass sie mal in meiner Nähe sind. Und dann hat meine Mama mit meinem Papa da mal gesprochen und gesagt, ich will das jetzt so. Und dann hat er sich mehr oder weniger dann auch dem gefügt, was auch gut so ist, sonst wäre sie unter Umständen vielleicht alleine gekommen, wer weiß. Und dann sind die im Juni 2015, glaube ich, dann hatte ich so eine schöne Zeit, so ein Jahr lang mal, wo meine Eltern tatsächlich jeden Mittwoch das Kind abgeholt haben von der Kita. Also habe ich immer einen freien Nachmittag gehabt, da habe ich noch, frei so im zweifachen Sinne, frei auch, weil ich im Betriebsrat tätig war damals. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, nehmen wir Mittwoch, ist halt die Hälfte der Woche, kann das Kind dann mal bei Oma und Opa sein. Ich konnte meinen Aufgaben nachgehen, das war alles ganz gut. Und jedes zweite Wochenende hat er dann einen Tag auch bei Oma und Opa geschlafen, dass ich mal weggehen konnte oder auch einfach nur mal alleine zu Hause auf dem Sofa rumlümmeln und ausschlafen bis zum Umfallen, ne? Ohne dass man morgens um 8 den Kinderwecker gehört hat. Ja, das war 2015, wie gesagt, ein Jahr dann schön in Begleitung meiner Eltern mit Hilfe. Und im Oktober 2015, ich habe am 14.09. habe ich Geburtstag, kurz danach, also meine Mama hat, glaube ich, zu meinem Geburtstag hatte sie, glaube ich, bei mir geschlafen. Und dann klagte sie irgendwie eine Woche später, ja, sie hat so Magenschmerzen und irgendwie, sie hätte bei Julie auf dem kleinen Stuhl gesessen, hat sich wahrscheinlich irgendwas gedrückt. Ich so, nee, da hast du ja schon 1000 Mal drauf gesessen, warum sollst du dir da jetzt irgendwas verdrückt oder verdreht haben? Das ist ja Schmarrn. Und nun hatte sie halt 2 Wochen lang mit ihren Schmerzen sich darum geplagt und alles. Und dann ging sie zum Arzt. Ich denke mal, in dem Alter gehen viele Menschen ungern zum Arzt, ja, weil sie ganz einfach wissen, welche Diagnose kommen kann. Und ich bin ja auch ein bisschen der Meinung, wenn ich so eine große Angst habe vor etwas, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht schon ein Zeichen vom Körper ist. Du, das ist schon ein guter Instinkt, den du da an den Tag legst. Ja, richtig, schon, ja. Die Intuition, die meldet sich da einfach auch zu Wort. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Man hat dann bei ihr Krebs festgestellt. Es war Bauchfellkrebs. Wir dürfen ja hier offen und ehrlich reden. Es ist ein Arschlochkrebs, ist einfach so. Das war auch, nachdem ich gehört habe, was es für ein Krebs ist, habe ich mich damit auch beschäftigt. Habe natürlich ganz viel gelesen, Videos, alles. Also ich habe das Internet von A nach Z durchforstet und alles in Erfahrung gebracht, was ich in irgendeiner Art und Weise irgendwie finden konnte. Und da war eigentlich ziemlich am Anfang schon absehbar, das ist, also Bauchfellkrebs ist in den meisten Fällen, es ist einfach nur eine Todes... Wie sagt man dazu? Ein Todesurteil, das meine ich. Und das ist natürlich schon ziemlich deprimierend, wenn du dann direkt damit konfrontiert wirst, okay, du bist jetzt nicht nur krank, nein, es ist schon direkt ein Todesurteil. Die Ärzte, gut, die tun ihren Teil dazu bei, indem sie einem wirklich Angst machen, du musst dies, musst jenes und sonstiges machen. Man hat sie direkt zack ab und das Messer, dann wurde, ja, sie wurde echt leergeräumt, sage ich jetzt mal. Es wäre einfacher aufzuzählen, welche Organe noch übrig waren, als zu sagen, was alles rausgenommen wurde. Das war schon ziemlich schwer für sie auch. Natürlich überhaupt diese ganze Situation, oh mein Gott, ich bin jetzt krank, oh mein Gott, ich habe eine Krankheit, die mich 2 Meter tiefer befördern wird und zwar wesentlich schneller, als ich das eigentlich geplant hatte. Und dann noch dieses ganze Drumherum, wie gesagt, diese OPs und dann diese ganzen Nebenwirkungen, sage ich mal, die diese Krankheit auf einmal dann so mit sich brachte, ne? Ja, dann wurde natürlich sofort von der Onkologie in Stade, wurde dann auch gesagt, so, du musst jetzt mal deine Chemo machen. Also sie ist, da muss ich sagen, beim ersten Termin war ich mit. Und habe auch echt gedacht, das ist jetzt hier nicht wahr, ne, was hier so passiert. Also ich bin ein bisschen unschlüssig, ich glaube 3 Wochen nach dieser Mega-OP gewesen sein. Im Grunde kann man sagen, sie konnte kaum krauchen und hat sich aber dahin geschleppt zur Hankenklinik.
Und da wurde ihr dann natürlich direkt gesagt, so Frau Weißenborn, also Sie dürfen dann jetzt hier mal mit der Chemo anfangen. Und da, also da ist bei mir, bam, da sind wirklich alle Lichter ausgegangen oder alle Lichter angegangen, kann man sehen, wie man gerne möchte. Ja. Da bin ich echt ein Stück weit ausgerastet in diesem Zimmer und habe den Arzt da zur Sau gemacht. Ich darf so reden, oder? Klar. Ja, gut. Ja, hab den da zur Sau gemacht und ihn gefragt, ob er nicht mehr ganz bei Trost ist. Die Frau, die sitzt hier, die kann kaum sitzen, die kann kaum laufen und er will ihr eine Chemo aufdrehen. Mhm. Also da bin ich echt ausgerastet. Ne? Meine Eltern, die saßen halt beide da und ja, schlussendlich so ein bisschen, ohne dass ich es böse meine, die saßen da echt wie Schiebchen und wussten nicht, wo es hinten, wo es vorne. Weil ich bin diejenige gewesen, die sich belesen hat. Und die beiden, die waren überhaupt nicht aufnahmefähig. Das war einfach, die waren komplett überfordert mit dieser ganzen Situation. Meine Mama hat immer alles gemacht zu Hause, ohne dass ich es böse meine, aber das machen ja viele Frauen, die tragen ihrem Mann echt den Hintern hinterher. Und es war, gerade in dieser Generation ist es einfach so, ne? 52er Baujahr, 48er Baujahr, da ist das einfach so. Da wird denen echt der Hintern gepudert und die Männer, die brauchen wir nicht weiter reden, egal. Ja, ja. Ne? Und mein Vater war dann halt natürlich auch mit dieser Situation überfordert, weil meine Mutter den ganzen Haushalt nicht mehr machen konnte, kein Essen mehr machen, dies, das, jenes, sonstiges. Das war also so eine Riesenlast auch noch für meinen Vater obendrauf. Die waren einfach mit allem komplett, mit dem ganzen Leben und mit dieser Aussicht auf Tod, waren die völlig überfordert. Also habe ich natürlich mir das alles, ich reiß mir gerne mal die Dinge so an mich und habe dann echt gelesen und habe tausende von Informationen zusammengesammelt. Vitamin dies, Vitamin jenes, Vitamin sonstiges und das solltest du tun und die Seele musst du bearbeiten und. Also es ist ja so ein Spektrum, ne? Bei jeder Krankheit ist jetzt nicht nur bei Krebs so, es ist meine Ansicht, bei jeder Krankheit spielt einfach dieses, das ist ein riesengroßes Gesamtbild. Ich möchte auch nicht die Schulmedizin komplett außen vor lassen, aber ich bin halt auch überhaupt kein Freund von der Pharmaindustrie, überhaupt nicht. Also ich bin mit Sicherheit nicht der größte Gegner, da gibt es Schlimmere als mich, aber bevor ich mir da chemische Sachen jetzt mittlerweile gebe, nein. Ich war früher auch so, ich bin so aufgewachsen, natürlich Kopfschmerzen, bäm, Pille rein, was soll's, ne? Würde ich heute nicht mehr machen. Richtig, es ist das Einfachste in dem Moment. Oh, hilft ja, dann macht man das, man kennt es nicht anders. Ich kann die Menschen alle verstehen, die so sind, ne? Weil sie es nicht anders kennen. Aber irgendwann, bei mir kam ja auch dieser Punkt im Leben, nein, nicht Hochsprung. Der Punkt im Leben, wo ich dann halt gesagt habe, es muss was anderes daher. Das geht nicht, dass wir uns zuballern. Meins. Wieder nur meine Meinung. Ja, und meine Mutter hat auf jeden Fall einen ziemlich schweren Leidensweg hinter sich gehabt. Also es war echt, es ging nur abwärts. Und die Chemo hat es natürlich nicht besser gemacht, ganz klar. Wer sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, der weiß das auch, der kann das verstehen. Das gibt sicherlich auch die Fälle, wo die Chemotherapie ihren positiven Anteil dazu beiträgt, möchte ich überhaupt gar nicht abreden. Aber im Falle meiner Mutter, wieder nur meine Meinung, hat es gar nichts getan. Also es hat die Sache, wenn dann nur verschlimmert, weil sie halt auch null Lebensqualität hatte. Natürlich durch die OP war sie dann schon eingeschränkt, aber das verheilt ja, ne, die Narbe am Bauch, das verheilt alles weg. Aber diese Chemo, die hat ihr natürlich komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und es war von dem Moment an, wo sie eigentlich mit der Diagnose war, nichts mehr mit anzufangen. Sie ist nicht mal mehr mit Einkaufen gefahren. Sie war für Joey in dem Sinne, konnte sie nicht mehr da sein. Joey ist mein Kind. Da war dann einfach, es war ein riesengroßer Schnitt in diesem Ganzen drinne. Sie wollte so gern, aber sie konnte nicht. Und da konntest du halt eigentlich nur noch zugucken. Wir haben uns auch so ein Stück weit voneinander entfernt, weil ich natürlich einfach nicht verstehen kann, wie jemand sich den Ärzten so hingibt und so blind vertraut, obwohl Mutter Natur tausende, wirklich abertausende von Möglichkeiten aufzeigt und gibt, die unterstützen können, die helfen können, die unter Umständen auch heilen können. Ne? Ich würde mich niemals hinstellen, weil wenn das irgendjemand sieht, der mich kennt, ne? Das ist dann wieder so, ich will mich nicht hinstellen und sagen, meine Mutter wäre mit Natur gesund gewesen. Ich glaube, bei ihr war es einfach auch viel zu weit fortgeschritten, weil es sehr, sehr spät erkannt wurde. Sie war dann schon im Endstadium schlussendlich. Und da musst du einfach auf so viele Arten was verändern, dass, wenn man dazu nicht bereit ist oder nicht,
wie drückt man das aus, ohne jemanden auf den Schlips zu treten? Natürlich sind sicherlich viele Leute bereit, belehren, aber ja, ja, auch wenn sie, manche Leute haben auch die Kraft einfach nicht. Und meine Mutter, ja, weißt du, sie wollte gerne. Ich habe natürlich auch, nur um mal ganz kurz schon auf meinen Ringana zu kommen, natürlich habe ich auch da geguckt, was gibt es für Sachen, die ich ihr geben könnte, die sie unterstützend nehmen kann, die ihr Vitamine geben, die ihr beim Untergiften, oh mein Gott, beim Entgiften unterstützen, die sie beim Entgiften unterstützen, die ihr das Immunsystem aufbauen, den Darm, bla bla bla. Ne? Natürlich habe ich da geguckt, was haben wir. Und sie hat auch einige Sachen dann, ja, okay, mache ich. Aber sie konnte nicht, weil sie hat sich so viel übergeben. Dann hat sie dieses Taubheitsgefühl in den Händen, war bei ihr ganz schlimm, wobei das jetzt nichts mit Einnahme von irgendwelchen Vitaminen zu tun hat, aber das ist durch die Chemo halt bei ihr passiert. Aber sie konnte, die simpelsten Dinge konnte sie nicht mehr zu sich nehmen, weil alles nur noch bitter war. Und manche Sachen, Bitterstoffe, sagt man ja, ne? Der Körper, der braucht natürlich gerade eine Heilung, braucht auch Bitterstoffe. Und irgendwie war das, als wenn ihr Körper so ein bisschen schon dagegen angekämpft hat. Ne? Das war total krass. Also sie konnte die wenigsten Sachen, egal was es war, ob es auch normales Essen war, ne? Die hat so gut wie nichts mehr runtergekriegt. Die hat hier so eine kleine Babyportion gegessen und dann so, oh nee, ich kann nicht mehr. Wo du denkst, dein Ernst, du hast jetzt zwei Löffelchen gegessen, du brauchst doch Kraft. Und dadurch, dass sie halt nichts zu sich nehmen konnte, war natürlich auch keine Energie, keine Kraft mehr da. Wenn du dem Körper nichts geben kannst, wie soll er dann wieder fit werden, ne? Ohne dass, wenn ihm nur genommen wird und nichts gegeben wird. Richtig. Es ist dann halt der Kreislauf. Wo sind wir dann auch bei der Waage? Ja, richtig, genau. Wo wir dann ins Gleichgewicht. Ja. Und bei ihr hing das hier ganz runter und das ganz oben. Also das war echt, ja, schlimm mit anzusehen. Und am Ende kam es halt, wie es kommen musste, ganz klare Nummer. Da hat dann ein Organ nach dem nächsten schlussendlich versagt. Das ist wahrscheinlich auch der normale Lauf der Dinge. Ja. Ich bin dann Ende 2017, bin ich mit einem Bekannten von mir, der hat halt gesagt, Mensch Mädel, komm, du musst mal ein bisschen ausspannen und mal ein bisschen was für die Seele tun. Fand ich auch total super. Ich habe zu dem Zeitpunkt null Geld gehabt. Ich stand, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich zu dem Zeitpunkt, wusste ich glaube ich, wo wir das ausgemacht haben, wusste ich noch nicht mal, ob ich einen Job habe im Januar, weil ich hatte zwei Jobs, einmal meinen Betriebsratjob und noch einen Teilzeitjob. Und der Teilzeitjob, die mussten mich gehen lassen, weil kein Budget mehr da war. Und mit dem Betriebsratjob, das ist halt, da war ich halt lange, das war meine Zeitarbeitsfirma. Und die konnten mich tatsächlich, weil ich Betriebsrätin war, konnten sie mich nicht gehen lassen. Also nicht feuern. Obwohl sie das natürlich, ich mag die Firma gerne, ja. Also wir waren ganz toll, wir waren wirklich super Firma, überhaupt gar keine Probleme. Ich zumindest nicht mit denen. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie immer nur für eine Person zahlen und das jahrelang und diese Person aber nichts einbringt, wir reden hier von Zeitarbeit. Ja. Natürlich müssen sie dann irgendwann sagen, du Gerrit, tut mir leid, aber wir können dich hier nicht länger halten. Und wäre das jetzt wirklich so absolut ins Tiefste gegangen, hätte auch nicht mehr geholfen, dass sie sagen, ja, die ist aber, oder ich, dass ich sage, ich bin ja aber Betriebsrätin. Das wäre vor Gericht, wäre das irgendwann mega gescheitert und nun haben wir uns dann halt geeinigt und beide Verträge, also mein Zeitarbeitsjob, Betriebsrat und auch mein Teilzeitjob, die haben beide dann zum 31.12.2017 geendet. Das war natürlich auch noch eine seelische Belastung für mich, neben meiner Mutter. Und da hat mein Bekannter dann gesagt, du, pass auf, komm, ich lege dir das aus, weil ich gesagt habe, ich habe das Geld einfach nicht in Urlaub zu fahren. Er so, pass auf, ich krieg's was von mir geschenkt und den Rest, den lege ich dir halt aus, dass du einfach mal rauskommst und abschalten kannst und wirklich mal, ja, nur mal für dich sein kannst und einfach aus dieser Umgebung auch raus, ne? Und das haben wir dann gemacht. Und einen Tag bevor ich gefahren bin, bin ich natürlich nochmal zu meinen Eltern. Und dann komme ich dahin. Also das war kurz nach Weihnachten, ne? Wir sind über Silvester weg. Meine Mutter hatte leider Gottes für sich entschieden, an Weihnachten nicht zu uns zu kommen. Das habe ich dann aber auch leider Gottes erst am nicht am 31., sondern am 24. erfahren. Ja. Das war für mich eine echt harte Nummer. Lieschen, runter. Hey, dann. Live im Interview dabei. Lieschen. Ja, der Thomas muss dann sein Sofa später saugen. Oder ich muss das noch machen, wer weiß. Bevor ich gehe, muss ich noch saugen. Ja, auf jeden Fall hat sie für sich dann entschieden, guck mal, wie sie mich anguckt, ne? Ja. Dieses kleine Biest, so, na komm, wer schimpft jetzt mit mir, sagt einer was. Sie hat für sich auf jeden Fall entschieden, dass sie nicht an Weihnachten zu uns kommen möchte, hat mir das aber leider Gottes nicht gesagt. Mein Vater stand dann alleine vor der Tür, das war echt für mich ein richtiger Schlag im Nacken,
wo ich ihr dann am Tag später rief sie mich dann an und da habe ich ihr auch erklärt, ich sage, weißt du, du weißt, wie die Situation aussieht, du hast uns jetzt hier das wahrscheinlich letzte gemeinsame Weihnachten genommen. Ich meine, die wohnen 5 Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Natürlich war der Weihnachtsmann zu mir bestellt, aber es hätte alles gedreht und ich merke sie, wie sie gerade hinter mir ist im Übrigen, wie sie, ja, kurz mal durchatmen. Ja. eine alles Minute. Gut. So, da sind wir wieder. Die Tränen sind etwas getrocknet. Ja. Und Gerrit wird jetzt weiter berichten, erzählen. Ja. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Ich erzähle also noch mal ganz kurz weiter. Es war dann, wie gesagt, sie hat das für sich entschieden, dass sie halt nicht an Heiligabend da sein möchte. Man hätte alles anders regeln können. Ich will es gar nicht nochmal sagen, sonst fange ich wieder an zu weinen. Das hat mich auf jeden Fall schwer getroffen und wie wir halt auch reagieren, manchmal reagiert man einfach auch blöd, weil man aus Verletztheit nicht aus seiner Haut raus kann, so geht es uns allen. Deswegen bin ich auch an Heiligabend nicht zu ihr gefahren, ne? Weil ich dachte so, nein, wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, komm Kind, ich möchte euch sehen. Für mich war das so ein richtiger Tritt in den Hintern, natürlich hat sie das so nicht gemeint. Aber sie will uns schützen, ich will sie schützen, ich will mein Kind schützen, jeder will alle schützen. Alle glauben wir tun immer das Beste. Manchmal ist es aber leider nicht das Beste und somit hat sie uns halt wirklich, wie gesagt, weil ich wusste, was kommt, ich glaube, sie wusste auch, was kommt, hat sie uns das letzte gemeinsame Weihnachten schlussendlich genommen und das fand ich total scheiße und war echt zutiefst verletzt. Naja, auf jeden Fall, Urlaub steht vor der Tür. Da habe ich gedacht, gut, da fährst du vorher nochmal hin und dann bin ich am 28.12. dann hingefahren und komme da so rein ins Wohnzimmer, guck sie an. Ich so, ey, du bist total gelb. Und mein Papa, ich weiß nicht, ob er das wirklich ernst gemeint hat, die haben halt so eine Bettdecke gehabt, die so leicht, na, ganz helles Gelb, also ich bin ja hier, das ist hier schon fast dunkelgelb, im Gegensatz zu der Decke, die meine Mama da hatte. Sie ist geil, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall war sie mit dieser Decke zugedeckt und mein Papa meinte so, das ist die Decke. Dann habe ich ihn nur angeguckt, das ist nicht dein Ernst oder was? Ich sage, die ist am ganzen Körper gelb. Und ich sage, das ist die Leber. Also ich bin ja nun wirklich kein Arzt, ja. Und habe mich auch tatsächlich, was Leber angeht, habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt. Ich wusste, sie hat Lebermetastasen. Also habe ich dann, jetzt ist auch egal, ob ich vorher oder nachher nachgeguckt habe. Aber nachdem ich dann gesehen habe, dass sie so gelb war, habe ich natürlich doch mal ein bisschen mehr nochmal geguckt. Was bedeutet das, dass sie jetzt so gelb ist? Natürlich ist das Leberversagen, ganz klare Nummer. Ja, und die haben im Bad LED-Licht, also die haben das gesehen. Aber sie waren halt beide so blind, weil sie es natürlich nicht sehen wollten. Weil das ja wieder ein Schritt dichter, 2 Meter tiefer ist. Mhm. Ja, und nun bin ich dann halt da los mit einem ziemlich schlechten Gewissen. Aber der Urlaub war bezahlt, ne? Und dann sind wir da halt in den Urlaub gefahren. War auch schön. Mutti ist dann am 29. hat mein Vater sie in die Klinik gebracht, in die Hankenklinik. Und ich habe es jetzt nun leider nur so mitgekriegt am Telefon. Es ging Tag für Tag, zack, 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 rucki zucki. Also wirklich richtig, richtig schnell. Man konnte mit ihr kaum telefonieren. Sie hatte nicht mal mehr Kraft zum Sprechen. Also am Telefon, ich habe dann echt so am Telefon gehangen, so, hä? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Und sie hatte wirklich nicht mal für 2 Minuten telefonieren, hat die keine Kraft mehr gehabt, ne? Weil die war leer. Da war alles raus an Kraft und Energie. Und dann hatten wir am 2. Januar meine Eltern Hochzeitstag. Und ich glaube, am 3. habe ich dann auch noch mal mit ihr gesprochen. Also da war schon... Eigentlich hat sie nicht mehr wirklich geantwortet, weil das war total krass. Und dann habe ich sie auch noch doof erwischt. Ich meine, woher soll ich das riechen, wann sie schläft, wann sie nicht schläft? Ne? Glaskugel habe ich nicht. Und habe angerufen irgendwann im Laufe des Tages. Ja, und da hat sie mich natürlich aus dem Schlaf geholt. Habe ich dann halt so einen dummen Spruch, sage ich jetzt mal, in den Kopf geknallt gekriegt. Ja, und habe ich natürlich genauso einen dummen Spruch zurückgehauen. Das sind so diese Dinge, die man sich dann hinterher echt zum Vorwurf macht. Das hätte ja nicht sein müssen, aber auf der anderen Seite, wir reagieren in dem Moment, wo wir etwas tun oder wie wir reagieren, ist es halt die richtige Entscheidung. Sonst würden wir es nicht tun. Und wir sind in dem, richtig, für den Moment. In dem Moment,
treffen wir immer die Entscheidung, die für uns am richtigsten ist oder die sich für uns in diesem Moment richtig anfühlt. Natürlich habe ich das 5 Minuten später schon bereut, ne? Ja. Aber es war halt, wie es ist, ich konnte die Uhr auch nicht zurückdrehen und wir sind dann am 6. Januar, war dann unser Urlaub beendet. Da sind wir zu meinem Bekannten nach Hause gefahren, der wohnt in der Nähe von Berlin. Und da habe ich ihm dann auf der Fahrt habe ich gesagt, du pass auf, also ich werde heute noch nach Hause fahren, wir machen hier ganz in Ruhe, umpacken, bla bla bla. Und dann fahre ich nach Hause, weil ich möchte morgen zu meiner Mutter, ich möchte sie sehen, ich habe Angst, dass, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl. Ich muss dahin. Ja, und dann habe ich mein Kind halt zu einer Freundin verschippert, weil der hatte ein bisschen Schnupfen. Da habe ich gedacht, müssen wir jetzt Mutti nicht noch auftun, dass der dann noch Schnupfen mit anschleppt, was weiß ich. Dann bin ich da hingefahren, eine gute Freundin von mir ist mitgekommen, die ist auch in der Altenpflege tätig. Die hat halt auch zu mir gesagt, pass auf, ich würde mir gerne einen Eindruck von deiner Mama machen. Und es stand halt schon im Raum, dass sie ins Hospiz soll. Und da hat sie gesagt, weißt du, das Hospiz wäre, ich glaube, die wollten sie nach... Gott, wie heißt denn das, wo Möbelkraft ist, der Ort? Wie heißt denn das? Na, Kloster? Nein, Möbelkraft. Wo ist das denn? Mensch. Weißt du? Ist ja auch in Buchholz angekommen. Genau, Buchholz. Buchholz. In Buchholz, da ist nämlich auch ein Hospiz. Aber das ist ja von Buxtehude auch wieder. Da fährst du auch wieder jeden Tag irgendwie halbe, dreiviertel Stunde. Also es wäre ein mega Aufwand gewesen. Ne? Und da hat meine Freundin gesagt, pass auf, ich komme mit, ich gucke sie mir an. Und ich würde sie pflegen. Ich komme jeden Tag zu deinen Eltern nach Hause. Ich pflege sie, bis es vorbei ist. Und das ist ja das, was viele Ältere, oder viele Kranke, nicht Ältere, so alt war sie ja nicht, man, die war 65, ne? Mhm. Naja, und dann sind wir da angekommen und die beiden Schwestern da im Krankenhaus, also die waren schon, als ich sagte, zu wem ich will, ich wusste, sie war Zimmer 8, aber ich war nicht mehr ganz so sicher, deswegen ich frage nochmal, bevor ich da bei irgendjemandem anderen reinplatz. Und die haben mich dann schon so mega mitleidig angeguckt, dass ich dachte, oh nein, ja, die schläft jetzt aber bestimmt. Ich so, naja, macht ja nichts, sie wacht ja irgendwann wieder auf, ne, ist ja in Ordnung. Dann bin ich da rein, also sie hat sich mega gefreut, mich zu sehen, ganz klar. Aber es war schon, du konntest mit ihr kein Gespräch mehr führen. Also es war schon so weit fortgeschritten, dass sie wirklich, sie brauchte für einen Satz, hat die mindestens 5 Minuten gebraucht, immer wieder. Hatte ich dir ja bei unserem letzten Treffen schon mal erzählt, dieses 2000, ja was, 2000 Euro, 2000 Gramm, 2000 Kilo, 2000 was, 2000 Kilometer, was meinst du mit 2000? Ja, am Ende war es dann 2009 und das Jahr, also es hat 5 Minuten gedauert, bis sie überhaupt die 9 hinten ranhängen konnte, ne? Weil sie so eine Schwierigkeiten hatte, einen Satz überhaupt zusammenzukriegen, das war schon zu anstrengend. Na, ich war dann halt... Cut. Alles gut, bleib hier. So, wir sind wieder da. Diesmal waren die Vitamine schuld. Die haben nämlich geklingelt, die sind per Post gekommen. Tatsächlich ist es wirklich so. Wir haben richtig schönen Saft bekommen. Den trinken wir nebenbei. Machen wir doch mal weiter. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei meiner Mama im Krankenzimmer waren wir stehen geblieben. Dass sie sich auf jeden Fall sehr freute und halt ihre Schwierigkeiten hatte, überhaupt was zu sagen. Soweit sind wir schon gewesen. Ja, die Schwestern mit ihrem Mitleidsblick, zu dem bin ich dann nochmal hingegangen und habe zu denen gesagt, ich hätte gerne mal gewusst, was hier so Phase ist. Und dann drucksten die so ein bisschen rum. Ich bin immer so für die Wahrheit. Also es wäre total cool, wenn sie einfach das sagen, wie der Stand der Dinge ist und mich hier nicht irgendwie in Watte packen, weil das hilft mir nicht. No. Ich muss wissen, woran ich hier bin. Ja, und dann, also waren die Schwestern waren top, das muss ich sagen. Da in der Hankenklinik, auf der Palliativstation, die waren, also die waren wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja. Und die hat dann gesagt, ja, also sieht so aus, sie isst nicht mehr, sie trinkt nicht mehr, sie baut täglich extrem ab, sagt sie, und der Erfahrung halber, also wenn sie, also die Woche wird sie nicht mehr überleben. Das war einfach, ich bin Sonntag da gewesen, am 7. Januar. Und da sagte die gute Frau zu mir, die Woche wird sie mit Sicherheit nicht mehr überleben. Ich so, gut. Das war dann erstmal so voll der Schlag in die Magengrube, weil natürlich das so überhaupt nicht kommuniziert wurde. Ich meine, ich war eine Woche im Urlaub, ja. Und das wurde nicht so zu mir kommuniziert, dass die Lage einfach so dramatisch ist, ja. Das war echt ein Schlag in die Magengrube. Das war's an den Boden unter den Füßen weg. Ja, das war dann erst, da stehst du erstmal da und dann siehst du da dieses Häufchen Elend im Bett liegen, die nicht mehr reden kann, die gerade so die Kraft hat. Ich weiß gar nicht, ob es doch, ich glaube, gedreht hat sie sich an dem Tag noch alleine.
schwierig, aber ich glaube, sie hat sich noch allein gedreht. Aber sie hat schon so ein, dieses Lächeln war auch schon so aufgesetzt. Ne? Sie hat nicht mal mehr die Kraft gehabt, so ein richtig echtes Lächeln aufzulegen, sondern das war irgendwie, ja, so, so ganz, ich kann es unschwer nur wiedergeben. Ja, meine Freundin hat sich dann auch den Überblick verschafft und hat auch gesagt, du, die ist schlussendlich ist sie auch gar nicht mehr transportfähig. Also es wäre zu viel Drama und zu viel Belastung für meine Mutter, diese überhaupt nach Buxtehude zu holen. Von Stade diese Strecke alleine wäre schon zu viel des Guten. Und dann war natürlich von vornherein klar, gut, dann wird sie wohl hier versterben, ne? Das ist scheiße. Richtig, richtig scheiße, wenn man nicht da ist. Ich habe dann meinen Bruder angerufen. Und mein Bruder ist, also wenn du den so siehst, der ist mal fast das Doppelte von dir, sage ich mal. Nicht dick oder so, ja, sondern echt voll muskulös. Der hat ein Kreuz, da kann ich mich dreimal hinter verstecken, ja. Und so der ist sie so, ne? Ja, ja. Voll das Kreuz. der ist eigentlich auch nicht auf den Mund gefallen, ne? Aber der hat keinen Piep gesagt am Telefon. Ich habe den angerufen und ihm das erzählt, natürlich auch total unter Tränen gestanden, ne? Und ich musste echt dreimal fragen, bist du noch da? Ja, wie sie guckt, ne? So geil. Ja, da wird der Mann hinter der Kamera begutachtet, ne? Ja. Mega cool. Ich bin hier die Schönste, guckt mich alle an. Lissy wird berühmt. Ja, Lissy. Sehr cool. So lustig, dass sie sagt, komm ich jetzt im Fernsehen oder so? Na, ja. Das wär's. Fernsehen wollen wir nicht hin, ne? Ne, aber das war dann natürlich echt eine harte Nummer, auch für meinen Bruder zu schlucken. Und ich sagte zu der Schwester vorher noch, dass mein Bruder gerne am Freitag kommen möchte. Und da sagte sie schon so, also wenn er denn kann, soll er doch bitte eher kommen. Also sagt sie, ich kann so oder so kein Versprechen geben, weder kann ich sagen, dann wird sie tot sein, noch kann ich sagen, dann wird sie noch leben. Aber sagt sie, wenn er kann, bitte so schnell wie möglich herkommen. Also es ist das Beste, was er tun kann. Und er wohnt halt nur in Bayern, ne? Und dann hat er das alles geregelt und ist in der Nacht noch losgefahren, war dann am Montagmittag da. Er hatte dann leider schon das Pech, dass meine Mutter mit ihm nicht mal mehr reden konnte. Also ich, wie gesagt, konnte er noch. Und das kriege ich jetzt auch tatsächlich, weil ich gerade mich gut fühle, kriege ich das auch ohne Tränen hin. Aber ich werde auf jeden Fall mein Leben lang sagen können, die letzten Worte meiner Mutter waren tatsächlich I love you für mich. Wow. Und das ist, mir bedeutet das unheimlich viel, weil ich erziehe mein Kind auch zweisprachig und bei uns gibt es eigentlich immer nur I love you. Das wird den ganzen Tag hoch und runter, weil ich liebe das Kind nun mal, ganz klar, ne, mein kleiner Sonnenschein. Es geht nichts über Mutterliebe, ja? Ja, es geht echt nichts über Mutterliebe, würde ich auch sagen. Und deswegen ist es halt auch sehr präsent bei uns, dieses I love you. Joey sagt es sehr viel, ich sage es sehr viel und mit Oma haben wir das natürlich auch immer, denn Joey ist dann immer so witzig gewesen. Ja, Oma sagt das immer falsch, sie sagt immer I love you. Wo die Englisch-Expertin dann wieder durchkommt, ne? Mein Kind halt, ne? Immer schön verbessert. Wie heißen die englischen magischen Wörter? Die englischen magischen Wörter? Auf Deutsch meinst du dieses Flott-Flott oder nein, was? Nein, I love you. I love you, ja. Okay. Nee, das war dann halt so das Letzte, als ich halt aus dem Zimmer rausging, ne? Da hat sie dann auch so, I love you. Nee, I love you too. So rum, I love you too. Und als mein Bruder kam, konnte sie nicht mal mehr reden. Also da fehlte ihr wirklich die Kraft zum Reden. Da hat sie, du hast zwar noch mitgekriegt, dass sie hier präsent ist, dass sie alles so mitkriegt, aber auch nur so, ja, die Augen waren auch schon total starr. Also es ist total krass, wenn man das so anguckt. Und es war wirklich, der einzige Begriff, der geht, ist ein Häufchen Elend. Anders kann man es gar nicht bezeichnen, wenn da jemand so, ja, dahin geht, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe dann am Sonntag auch noch diverse Leute angerufen, weil ich, wie gesagt, ich denke, mein Vater war einfach viel zu sehr überfordert mit allem. Er hat ja nicht mal in unsere Richtung die wahre Wahrheit kommunizieren können, wie wirklich, wirklich der Stand der Dinge ist. Das war einfach... ja, die haben sich das ein bisschen schön gedacht, sage ich jetzt mal. Das ist ja nicht mal böse gemeint. Für uns war es natürlich zum Nachteil, weil unter Umständen wäre ich eher aus dem Urlaub zurückgekommen. Mein Bruder hatte davor die Woche frei, der hätte die komplette Woche da sein können, der hätte diese Zeit intensiv mit meiner Mutter nutzen können, mit seiner Tochter zusammen und so weiter. Ne? Mhm. Es hätte einfach alles anders laufen können, wenn da die Kommunikation gestimmt hätte.
Und so habe ich also noch am Sonntag dafür gesorgt, da habe ich noch diverse von ihren wirklich, wirklich guten Freundinnen angerufen und denen einfach gesagt, so, also Stand der Dinge ist, sie wird die Woche nicht mehr überleben. Das können wir, glaube ich, schon fast in Stein meißeln, weil so sicher ist es. Wenn ihr sie sehen wollt, kommt so schnell wie möglich. Und dann alle immer so, ja, und ob das so gut ist. Ich so, ganz ehrlich, sie stirbt. Du wirst nie wieder die Gelegenheit haben, dich in dieser Form von dir zu verabschieden. Entweder möchtest du es, weil es dir für dich und für meine Mama wichtig ist, oder es ist für dich okay. Also es ist in Ordnung. Ich möchte dir nur diese Wahl zur Verfügung stellen. Komm her. Und dann haben es auch tatsächlich eine von ihren ehemaligen Arbeitskolleginnen, ganz, ganz toll, die hat ihren Lebenspartner, der wohnt Wedel oder Vettel, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwo in der Nähe von Hamburg, die sind halt also auch öfters hier. Die sind dann direkt am Montag noch mitgekommen, das war total toll. Die hat sie halt wirklich richtig, noch so richtig mitgekriegt, dass man auch sehen konnte, ja, sie freut sich. Am Dienstag hat sie dann auch nochmal Besuch, also sie hat dann jeden Tag Besuch bekommen. Und ich habe halt jeden Tag so drauf gehofft, lass sie auf jeden Fall abwarten, lass sie bitte an keinem dieser Tage sterben, wo jemand ist. Dennoch haben mein Bruder und ich ihr immer wieder kommuniziert, geh. Wenn du für dich empfindest, es reicht, dann geh. Halte nicht an uns fest, weil sie kann ja nicht mehr am Leben teilhaben. Also wer da so anteilnahmslos liegt, der springt hin und her. Und das habe ich halt auch den Sonntag schon total gemerkt, als ich Sonntag bei ihr war. Die ist schon zwischen den Welten hin und her gesprungen, ganz kräftig. Also das war richtig, richtig heftig merkbar. Für mich natürlich auch das erste Mal, dass ich das sowas so mitgekriegt habe. Das war schon echt heftig. Ja, und dann hat sie am Mittwoch ihren letzten Besuch empfangen. Das war eine ihrer langjährigsten Freundinnen. Es war echt sehr emotional auch, muss ich sagen, weil die saß auch erstmal eine ganze Weile und hat geweint. Aber es ist halt auch okay, weil ich weiß, dass meine Mama hat alles mitgekriegt. Sie war halt nur nicht mehr ganz da. Aber schlussendlich, wie so ein Blick von oben runter, das wäre jetzt auch total übertrieben. Aber sie hat es mitgekriegt. Du hast es gemerkt, weil Anfang der Woche habe ich halt auch immer wieder zu den Schwestern gesagt, sie hat Schmerzen. Nein, nein, hat sie nicht. Ich so, doch, hat sie, weil sie kriegt nichts und sie hat die ganzen letzten Wochen Schmerzen gehabt. Ich kann meine Mutter lesen, es ist meine Mutter, ich weiß, was los ist. Naja, und sie hat sich immer wieder an den Bauch gefasst und dann hatte sie einen Katheter und hat dann immer wieder da so rumgefummelt. Und ja, kaum war das Ding weg, hat sie da nicht mehr hingefasst. Dann hat man ihr ein Schmerzmittel gegeben, dann hat sie auch nicht mehr ihren Bauch angefasst. Aber danach, nachdem sie dieses Schmerzmittel gekriegt hat, hat sie auch tatsächlich ihre Arme nicht mehr bewegt. Aber weil sie keinen Grund mehr hatte. Sie hat immer so nach oben gegriffen, als würde sie da dieses Klingelding da drücken wollen. Ne? Du hast halt gemerkt, dass da was ist, aber das hat keiner gerafft. Und ich habe da dann echt einen Aufstand gemacht, sage ich mal. Und dann hat die Schwester auch mit dem Arzt Rücksprache gehalten und dann durfte sie ihr dann auch halt Schmerzmittel geben, weil sie hing nur an so einem Tropf, wo so ein bisschen Wasser, sonst hat sie gar nichts gehabt. Ne? Also man hat ihr dann nichts gegeben, irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen, weil was willst du machen, wenn die Organe klick, 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 klick nacheinander versagen, da kannst du ja sonst was machen. Also es ist ja nur ein Herauszögern und das machen die da jetzt auch nicht in dem Sinne. Die haben sie halt einfach dann auch in Ruhe gehen lassen. Und so war es dann halt schlussendlich auch. Ne? Also es war ein total krasser Moment. Mein Bruder und ich, wir waren dann halt auch bei ihr. Am Sonntag hatte ich meinem Vater gesagt, ich möchte bitte, dass du hier schläfst. Ich will nicht, dass sie nochmal alleine ist über Nacht, weil nein, will ich einfach nicht. Er ist Sonntag geblieben, am Montag ist mein Bruder geblieben, am Dienstag über Nacht bin ich geblieben und er hat sich um mein Kind gekümmert und am Mittwoch haben wir dann halt wir für uns, mein Bruder und ich, wir haben gesagt, also wir möchten nicht nochmal hier schlafen, weil für uns auch irgendwie dieses Gefühl extrem präsent war und uns auch bestätigt wurde, ne? Mögen die Leute von mir halten, was sie wollen, aber ich habe da meine Mittel und Wege gehabt, wie ich auch in Kommunikation mit meiner Mutter stand, in diesem Delirium, in dem sie sich befand. Und daher wusste ich, dass sie nicht loslassen kann, wenn wir da sind. Also haben wir für uns natürlich gesagt, okay, wir wollen sie natürlich hier nicht, ne, wie so ein Stein am Bein hängen, sondern wir wollen ihr gönnen, dass sie gehen darf. So schwer, wie das für uns auch ist, aber was hat sie noch vom Leben? Gar nichts. Sie leidet, sie kann nicht mehr daran teilnehmen, sie hat Schmerzen, an alles versagt. Also das ist kein Leben, ne? Und dann haben wir gesagt, nö, wir wollen nicht mehr hier bleiben. Mein Papa hat dann entschieden, okay, dann bleibt er nochmal über Nacht da, ne? Und für uns war eigentlich, wir haben ehrlich gesagt so mehr oder weniger auf die Uhr geguckt und gedacht, ja, wann ist es denn soweit? Weil es ist ja ein bisschen ja nicht doof, ne? Man kann das ja zugucken, wie dann jemand so extrem abbaut.
Und den Donnerstag, als wir hinkamen, da war dann auch schon sehr, da röchelte sie schon. Und das haben wir uns auch sagen lassen, dass das normal ist für Menschen, die im Sterben liegen, dass dann ne, das Herz pumpt halt ungemein, der Schleim, dadurch, dass sie nicht mehr abhusten können, sammelt sich Schleim, alles dieses, das ist halt, und dann röcheln die. Und dann hört sich das, also für mich hörte sich das ganz schlimm an, weil ich dachte so, mein Gott, das klingt, als wenn sie ertrinkt. Ne? Also man sagte uns immer, ja, das ist nicht schlimm für den Sterbenden. Auf der anderen Seite denke ich, ja, hast du das schon durchgemacht? Woher willst du das wissen, dass das nicht schlimm ist, weißt du? Das fand ich dann wieder so ein bisschen, wo ich dachte, für mich klingt es schon schlimm. Aber sie wirkte von der Körperspannung her, aber da ging ja eh nichts mehr. Ne? Also vom Körper her natürlich hat sie nicht den Anschein gemacht, als hätte sie jetzt Schmerzen. Augen gingen nicht mehr auf, also da ging gar nichts mehr. Und es war einfach nur noch da liegen und sie hatte ein sehr, 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 sehr starkes Herz. Und deswegen hat es schlussendlich eigentlich so lange gedauert, weil das Herz so eine Kraft hatte. Und mein Bruder und ich, wir sind dann irgendwann um die Mittagszeit raus. Das war schon ziemlich krass, auch vorher, als mein Hund. Kann ich kurz was fragen? Ja. Hattest du nicht auch erwähnt, dass das Herz tatsächlich das letzte war, ja, was dann von den Organen? Ja, ja. Genau, also das Herz hat bis zum Schluss durchgehalten, wo dann echt, glaube ich, alles andere schon so ein bisschen am Versagen war. Und wir waren, ich weiß gar nicht, um die Mittagszeit wollten wir uns essen. Also es war der eine Tag, ne? Wir sind da, es wird kein Essen geliefert, alle anderen Tage wird das Essen geliefert, wo wir schon dachten, okay, komische Sache. Dann habe ich gefragt, wie sieht's denn mal aus? Wir hätten ein bisschen Hunger, wir würden gerne was essen. Ja, ja, wir bestellen was. Und dann klopfte es irgendwann am Zimmer und wir so, okay. Und ich dann so, ja, passierte nichts. Ich gucke meinen Bruder so an, ich so, was ist das denn jetzt? Bin ich zur Tür gegangen, mach die Tür auf. Also es war so wirklich so ein mega sanftes, als wenn so ein Kind klopft, sage ich mal. So ein ganz zaghaftes Klopfen. Und dann bin ich gucken gegangen, guck raus, guck rechts, guck links. Nichts. Nichts und niemand da zu sehen. Und ich mach die Tür zu und ich krieg schon wieder mega die Gänsehaut. Und wenn ich das erzähle, das ist immer richtig krass. Und mein Bruder ist eigentlich derjenige, der ja eigentlich von diesem ganzen Buh-Kram immer nicht so viel hören möchte. Der große Breite, ja, der genau. Dann, genau ja. Der große Breite, der so, ja, glaub du mal an deinen Schmarrn, wenn es dich glücklich macht, mach mal, ne? Ist alles okay. Und er ist dann innerhalb dieser Woche, da ich ihm ja viele Informationen habe zukommen lassen, wo er dann einfach selber nur noch da stand und dachte, krass. Woher weiß die das denn alles? Das doch ist ja ein richtig. Ins Umdenken ja, gekommen, er ja. ist definitiv ins Umdenken gekommen. Und da war er dann derjenige, welche. Ich habe mir nämlich nichts bei gedacht. Ich wäre eher so diejenige gewesen, die dachte, gut, es hat sich jemand anders überlegt, ist wieder losgegangen. Und er so, na, wer weiß, wen du jetzt reingelassen hast. Und ich so, wow, okay. Und das Krasse an dieser Situation war dann tatsächlich, sie hat einen Engel von meiner Nichte, hat sie mal ein Engelgeschenk gekriegt, den haben wir ihr so ans Bett oben rangemacht. Und nachdem ich die Tür zugemacht habe, ging dieser Engel wusch, 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 richtig kräftig hin und her und damit einmal, zack, Stillstand. Und wir saßen da nur beide, also es war echt freaky, muss ich echt sagen, das war so richtig krasse Situation, wenn man das jemandem erzählt, dann denken die alle, bestimmt. Und du denkst so, wow, das war heftig. Ja, was war, keine Ahnung, ich habe mir natürlich auch schon mal erzählen lassen, dass es auch so ist, dass die natürlich vorher auch mal kommen, zum Abholen, ne? Und die müssen halt ein bisschen auch um Einlass gebeten. Deswegen klopfen die halt auch vorher an. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt reingelassen habe, denjenigen welchen, oder ob der wird auch so durch die Tür kommen, ja, auch wenn ich da nicht aufgemacht hätte. Aber es war halt diese Situation, einfach klopfen, Gerrit macht auf, keiner steht vor der Tür. Heftig. Ja, und dann haben wir uns gedacht, gut, dann gehen wir mal essen, wir lassen sie alleine, weil das war unser Empfinden und unser Wissen, dass sie nicht loslassen kann, wenn wir da sind. Und dann sind wir essen gegangen, ich habe noch telefoniert, witzigerweise schrieb mich genau dann eine Freundin an, die das gleiche vor 4 Jahren durchgemacht hat, mittlerweile fast 5 Jahre her, und sagte, geh hin, geh hin, geh hin, lass dir das nicht nehmen, du wirst es bereuen, wenn du nicht bei ihr bist und das ist ein Privileg und eine Ehre und ein dies und ein das und die hat richtig, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber die hat mich förmlich damit genervt. Also ich war nicht genervt, aber nur um zum Ausdruck zu bringen, wie energisch sie dabei war. Piek, 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 mach das, mach das, mach das. Wo ich dachte, was sind mit ihr nicht richtig jetzt hier? Warum ausgerechnet jetzt dieser extreme Druck auf mich? Ich dann noch telefoniert mit einer anderen Freundin. Und dann auf einmal war das, als wenn uns so einer in den Hintern piekst. Und mein Bruder und ich, wir sind so wusch, hoch, wir müssen jetzt hoch. Ja, das war dann ganz kurz vor 2 Uhr sind wir hochgegangen, also vor 14 Uhr.
gehen ins Zimmer und dann lag schon rechts und links lag schon ein Tuch neben dem Kopf, weil das ja durchaus auch sein kann, ne, wenn die sterben, dass dann nochmal die sich vielleicht übergeben oder irgendwie Flüssigkeiten hochkommen. Das kann alles passieren. Ist meiner Mutter Gott sei Dank erspart geblieben, soweit ich das weiß. Also wir sind um 14 Uhr waren wir wieder im Zimmer drin. Und dann hat es auch tatsächlich nur noch 6 Minuten gedauert, bis sie ihren letzten Atemzug getan hat. Ne? Und da waren wir dann glücklich und zufrieden, weil wir einfach davon ausgingen, sie möchte alleine sein. Aber das war so der Moment, wo wir dachten, nein, sie will nicht alleine sein. Es fällt ihr anscheinend doch nicht so leicht zu gehen und zu wissen, sie ist allein. Also waren wir da, haben wir ihr beide jeweils die Hand gehalten, sie festgehalten. Natürlich haben wir bitterböse Tränen geweint. Das ist natürlich klar, wenn du deiner Mutter da, wenn du sie gehen lassen musst, ne? Das ist krass. Aber auf der anderen Seite, ich würde es mir auch nicht nehmen lassen wollen. Ich weiß, natürlich hätte ich nicht gewusst, wie es ist, wäre ich nicht dabei gewesen. Aber ich weiß, glaube ich, ich hätte es bereut, wäre ich nicht da gewesen. Also ich bin dankbar für meine nervende Freundin, die gepiekst hat und gesagt hat, geh da hoch und mach das jetzt, du musst das tun, das bist du ihr schuldig und dir schuldig. Und meine andere Freundin, die sie sozusagen auch in diesem Prozess die Tage vorher begleitet hat, die mich mit sehr vielen Informationen auch versorgt hat, die hat auch zu mir gesagt, siehst du, und das fand ich auch richtig, richtig schön, das darf sich mal jeder wirklich zu Herzen nehmen und auch mitnehmen für sich, wenn es dann irgendwann mal bei den eigenen Eltern soweit ist. Besonders bei der Mutter. Deine Mama ist bei deinem ersten Atemzug dabei. Und ich und auch mein Bruder, wir beide hatten das Privileg, bei ihrem letzten dabei zu sein. Und so schließt sich der Kreis. Ja, das war die Mama-Geschichte. Wow, ich bin ganz schön beeindruckt. Das war heftig und aber es ist eine Erfahrung wert, definitiv. Ich habe da lange mit zu kämpfen gehabt, dass meine Mutter diesen Chemoweg und einfach diesen ärztlichen, diesen Pharmaweg eingeschlagen hat. Da habe ich wirklich, wirklich doll mit zu kämpfen gehabt. Aber es ist natürlich jetzt, es ist fast ein Jahr her, am 11. Januar ist sie gestorben, also gestern waren es 11 Monate. Und so mit der Zeit lernt man natürlich, auch schon in der damaligen Zeit habe ich das auch gelernt. Es ist ihr Weg, es sind ihre Entscheidungen, es ist ihr Körper. Ich kann ihr nur Hilfe geben und ich kann ihr nur Ratschläge geben. Was derjenige welche draus macht, liegt in seiner Hand. Du kannst keinem kranken Menschen helfen, wenn er nicht bereit ist, sich helfen zu lassen. Oder nicht nur kranken, überhaupt. Du kannst niemandem helfen, wenn er sich nicht helfen lassen möchte. Also immer erstmal den Bedarf abklopfen, wenn dann Bedarf ist, hilf und wenn nicht, geht zum Nächsten. Weil es gibt immer welche, die die Hilfe brauchen, die Hilfe wollen und die Hilfe vor allen Dingen suchen. Das sind sehr weise Erkenntnisse, ne? Mhm. Ich heiße ja auch Weißenborn, da ist ja das Wort Weise schon mit drin, ne? Ja. Magst du uns da was erzählen über deine Hautprobleme mit der veganen Ernährung? Dann? Ja, das kann ich auch noch erzählen. Dann können wir ja da jetzt mal übergehen im Übergang zu der bewussten veganen Ernährungsform dann. Mhm, ja. Können wir machen. So, da sind wir wieder. Ja, mich interessiert sehr stark, Gerrit, wie du zur Natur zurückgekommen bist und den veganen Lebensweg eingeschlagen hast, was dahinter steckt und ja, sehr einfach. Ich würde mal behaupten, dass das ganz viel mit der Geburt meines Kindes zu tun hat. Dadurch, dass man natürlich, wenn du so ein Kindchen bekommst, so ging es mir zumindest, habe ich wirklich überlegt, was kann ich ihm alles Gutes tun. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so der Chemiefreund und so einem kleinen Baby möchtest du natürlich nicht alles Mögliche reindrücken. Ibuprofen ist zum Beispiel so ein Stoff, der natürlich extrem die Organe angreift. Da kriege ich ja Plack am Hals, wenn ich daran denke, das meinem Kind zu geben. Also da kriege ich echt Angst. Und da habe ich natürlich angefangen zu gucken, oh, was geht denn hier, was geht denn da. Ich habe es aber, glaube ich, auch ziemlich sowieso in den Adern, sage ich mal, ne? In den Genen. Ich habe schon immer mit Zwiebeln, nein, falsch, seit mein Kind da ist, habe ich extrem mit Zwiebeln gearbeitet. Zwiebelsocke, Zwiebel aufs Ohr, Zwiebelsaft, Zwiebel ans Bett. Also total Zwiebel stinkt wie Hulle, aber egal, es wirkt. Also es funktioniert und er liebt diesen Zwiebelsaft auch total. Ja. Jedes Mal, wenn er dann mal kennt, ist, Mama, ich brauche Zwiebelsaft.
total super, ne? Wir haben auch ganz früh, ich glaube, er konnte stehen. Da habe ich mit Nasendusche zum Beispiel angefangen. Also zeig mir mal die Kinder, die eine Nasendusche mitmachen. Ich kenne nur zwei, das ist meiner und von der Freundin die Tochter, weil die muss das auch. Ne? Aber egal, das ist nicht unser Problem jetzt, sondern das machen wir halt auch. Finde da alles immer total doof. Also Nasendusche finde ich auch doof, es ist aber sehr wirksam. Und das sind so die Sachen, wo ich dann halt festgestellt habe, natürlich gibt es Wege und Mittel, um das ohne Nasenspray oder ohne die Pille, hier Kopfschmerzpille oder weiß der Geier was, ohne die Schmerzen im Rücken mit Ibuprofen, Paracetamol, keine Ahnung, was man da so nimmt. Ne? Es gibt andere Wege und Mittel. Dann habe ich jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen, es werden jetzt 3 Jahre im Februar, also sind wir im Februar 2016, da habe ich einfach durch den Umgang, sage ich jetzt mal, den ich hatte, die Menschen, mit denen ich in Kommunikation stand, daraus hin hat sich ergeben, dass ich wirklich ganz stark darüber nachgedacht habe, auf Fleisch zu verzichten. Ich war noch nie so der große Fleischesser. Okay. Deswegen habe ich schon immer gesagt, ich wäre ein guter Vegetarier ohne Probleme. Und ohne natürlich jetzt den vegetarisch lebenden Menschen auf den Schlips zu treten, also verzeiht mir bitte meine Worte, ich meine das nicht böse. Habe es aber, entweder habe ich es gehört oder gelesen, ist auch völlig egal. Vegetarisch ist gut, ja. Aber noch nicht ausreichend. Ich kann jetzt, ne, das wäre wieder so ein Thema, wo wir noch 3 Stunden jetzt diskutieren können, warum es halt wieso das so ist. Aber ich für mich habe dann entschieden, okay, wenn denn richtig, radikal. Und ich habe wirklich von einem Tag auf den nächsten, und da war Joey 2 Jahre alt, es war sehr schwer natürlich, der hat seine Kuhmilch förmlich runtergeschlungen immer. Das war unheimlich schwer für den einen Milchersatz zu finden, also wirklich schwer. Wir haben alles an Milch, nicht Alternativen, Entschuldigung, man darf ja da nicht Milch zu sagen, wir haben alles durchprobiert, was geht, sind dann irgendwann, Gott sei Dank, bei Hafermilch hängen geblieben, die liebt er, also die haut er weg. Er kriegt zum Beispiel jeden Tag seine Hafermilch morgens mit einem Löffel MSM-Pulver drin. Wer nicht weiß, was MSM ist, das ist Schwefel. Das ist eine körpereigene Verbindung, ne? Bauen wir aber nicht immer oft genug alleine auf oder kriegen wir nicht durch unsere Nahrungsmittel, also kann man da mal zuführen. Ist ein super geiles Mittelchen, kriegt er jeden Tag, mein Hund im Übrigen auch, jeden Tag ins Fressen rein. Achso, deswegen riecht er so nach Schwefel. Dann Spaß. Also Lissi hat eine gute Schwefelverbindung. Ne? Lissi hat eine gute Schwefelverbindung. Ja. Ja, und da haben wir halt dann irgendwann an der Ernährung gefeilt. Ich habe echt alles weggelassen, Joghurt weg, Käse weg, alles. Ja. Und dann stehst du natürlich da, wie gesagt, das war vor fast 3 Jahren, da war die Welt noch ein bisschen anders als heute. Heute ist es ja noch ein bisschen einfacher. Man denkt erst mal, oh, jetzt hat man ja gar nichts mehr. Ne? Ja, also da war ich dann, ich war auch wirklich nicht überfordert, würde ich nicht sagen, aber es war schwierig, weil natürlich auch die Geschäfte noch gar nicht so diese ganzen Sachen hatten. Und ich war jetzt geldtechnisch auch nicht so ausgestattet, dass ich natürlich in den teuersten Bioladen gehen kann und nur im Bioladen einkaufe. Aber es hat sich mit der Zeit, ich habe meinen Wurstersatz, ich habe meinen Fleischersatz, weil nur für alle Leute da draußen, die es nicht wissen, Veganer und Vegetarier hören nicht auf, Fleisch zu essen, weil sie es scheiße finden. Ja? Muss jetzt echt mal gesagt werden, weil ich habe immer wieder so viele Leute, ich verstehe das gar nicht, wenn du aufhörst, einen Schnitzel zu essen, warum kaufst du dir dann so ein Ersatzding? Weil es schmeckt. Ja? Und weil ich tatsächlich, ich für meinen Teil, ich habe gerne ein Stück Fleisch auf dem Teller, aber ungern totes Fleisch. Ja. Deswegen nehme ich meine Fleischersatz. Ja, und diese Ersatze kommen teilweise wirklich identisch nach dem Originalprodukt ran. Ne? Also auch geschmacklich, besser, genau. Also muss ich auch wirklich sagen. Ich habe da natürlich auch nicht für alles eine Alternative, brauche ich auch nicht. Aber ich habe halt gerne auch mal so dieses typische Essen, sage ich jetzt mal. Kartoffeln, Gemüse, Fleisch. Und dafür muss kein Tier sterben. Also ich bringe das meinem Kind immer wieder bei. Wir haben so geile Sachen. Ne? Es gibt so schöne Alternativen mittlerweile. Die kriegst du bei Rewe, die kriegst du beim Marktkauf, die kriegst du bei Kaufland. Ist jetzt nicht so, dass man dafür im Bioladen rennen muss. Ja? Naja, auf jeden Fall haben wir da unsere Wege gefunden. Hat lange gedauert, aber was lange währt, wird gut. Und das ist auch schön so. Ich hatte dann nur 8 Monate später, also nee, 6 Monate, egal, im Februar angefangen und im September, genau, im September war es kurz um meinen Geburtstag so rum, also Mitte September, habe ich mir die Hand verbrannt im Backofen, bin ich so da oben so rangekommen und hatte hier so eine Stelle. Und statt dass sie immer kleiner wurde, wurde die irgendwie größer und es bildeten sich immer mehr Stellen und immer mehr Stellen, wo ich dann schon dachte so, hä, was ist denn das? Und es hat sich wirklich am ganzen Körper, ich meine, natürlich war das nicht die Brandwunde, aber
das, wie ich es mir erklärt habe, ist ganz einfach, mein Körper war so beschäftigt damit, diese Brandwunde hinzukriegen, dass es keine Zeit hatte für den Rest des Körpers. Es sei vielleicht vorweg gesagt, im Juli, also 2 Monate vorher, hatte ich Gürtelrose. Okay. Habe ich auch nur so durch Zufall mitgekriegt, weil es bei mir am Anfang komplett ohne Schmerzen daherging. Die meisten, die Gürtelrose haben, die haben echt Schmerzen. Also es ist ganz, ganz furchtbar, Gürtelrose. Und ich hatte das hier nur so ein bisschen unter der Brust irgendwie und auf der Höhe, wo man den BH zumacht. Okay. Und da bin ich dann halt zum Arzt. Ja, bumm, hast halt Gürtelrose hier, kriegst du Virostatikum. Ich so, nein, danke. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mir das mal sagen könnte, wozu, weshalb. Oder warum, weshalb, wieso? Und dann sagt er zu mir, naja, im Grunde ist das so, also mit dem Virostatikum dauert es 7 Tage, ja, und wenn sie das nicht kriegen, 1 Woche. Ich sage, gut, ich nehme die 1 Woche. Also ohne Virostatikum, ne? Also ist, eigentlich ist es Gops wie gesprungen. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen, ich werde jetzt auch mal schnell mal hier mein Getränk mixen. Wenn man sich ein ganz bisschen mit dem Thema mal auseinandersetzt, dann weiß man auch, dass dieses Virostatikum tatsächlich Langzeitschäden hervorrufen kann. Okay. Man muss es aber wissen und man muss sich damit beschäftigen. Wer das nicht weiß, natürlich, der lässt sich vom Arzt, wie so häufig, dann einfach... Ja. Vielleicht erzählst du den Leuten draußen nachher mal, was du da jetzt gerade gleich gemacht hast. Oder nachher dann halt, gerne. Wenn wir nachher zu den... Mein lecker Chi. ...den Ghana kommen. Ja. So. Wie gesagt, erst die Gürtelrose... Und dann kam die Schuppenflechte dazu und die war so krass. Prost. Ja, Prost. Die hat sich wirklich... Oh, ich liebe es, ne? Die hat sich am kompletten Körper... Es war ungelogen, es war von Kopf bis Fuß, überall, wo man es sich vorstellen kann, überall. Und es wurde irgendwie immer mehr und es war so schlimm und es war... Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und zur gleichen Zeit ist dann, natürlich weil ich mich mit den Themen beschäftigt habe, dass im September kam meine Schuppenflechte, im Oktober kam dann natürlich die Diagnose meiner Mutter, die nicht die Sache besser gemacht hat. Ganz im Gegenteil, das hat natürlich noch ein bisschen mehr auf meine Seele. Und für mich ist ganz klar, Haut ist die Sprache der Seele. Also jeder, richtig, es ist erstens unser größtes Organ und jeder, der in irgendeiner Art und Weise Hautprobleme hat, der sollte natürlich auch mal gucken, was ist bei mir seelisch los? Hin und wieder weiß man es nicht. Ich wusste es auch anfangs nicht. Was ist das Problem? Ich bin aber dahinter gestiegen und bin es angegangen. Zum gleichen Zeitpunkt kam dann natürlich hier Regada, weil ich tatsächlich eine andere Pflege brauchte. Ich habe mir schon vorher Gedanken drum gemacht, keine Tierversuche und so weiter und so fort. Und ich brauchte aber etwas, was nur Natur ist. Weil was hilft es mir, wenn ich Chemie raufschmiere? Das hilft mir eigentlich gar nicht, weil ich bin einfach... Diejenige, welche, die sich denkt, ich möchte gerne Ursachenbekämpfung machen und nicht Symptome töten oder taub machen. Für mich ist... Weißt etwas du, auf die Symptome raufbügeln. Ja, kann man auch oder sagen. Raufbügeln. Ja, genau. Weißt du, mein Kind, wenn der jetzt ganz am Anfang, wenn der Schmerzen hat oder was, dann gibt man ihm mal so einen Ibuprofensaft oder Nurofensaft, wie dieser da auch immer heißen mag. Und was macht der? Der betäubt den Schmerz. Richtig. Das ist alles. Der jetzt fehlt mir das Wort. Die Ursache wird außer Acht gelassen. Richtig, die Ursache. Und der bekämpft auch nicht die Ursache. Ja. Und deswegen halte ich da sowieso schon mal dreimal nichts von. Also habe ich gesagt, brauche ich jetzt auch noch die vernünftige Pflege dazu. Und bin auch in dieses Thema Vitamine, durch meine Mutter ihre Sache, durch meine Schuppenflechte, bin ich so richtig tief in dieses Thema Vitamine. Was braucht der Körper? Ja, welche Vitamine auch für mich natürlich aufgrund der Ernährung, mit der veganen Ernährung, ganz klar. Es ist zwar noch niemand an einem B12-Mangel gestorben, aber nichtsdestotrotz ist es ein Fakt, dass Menschen, die kein Fleisch zu sich nehmen, dass sie natürlich dazu neigen, in einen B12-Mangel zu kommen, wenn sie da nicht ausreichend kompensieren, weil das kriegen wir meines Wissens nach, kann falsch sein, ja, ohne Gewehr, kriegen wir B12, glaube ich, sonst nur durch tierische Nahrungsmittel, ist meine Meinung, aber ich könnte mir jetzt auch, liege ich da falsch? Ja, ja? Ich sag... Ja, okay. Weil, ich sag mal so viel dazu, viele Fleischesser, tierische Esser, die haben einen B12-Mangel. Mhm. Also würde ich sagen, das Problem ist allgegenwärtig. Ne? Okay. Ja. Ja, dann ist es, siehst du, es ist sogar ein allgegenwärtiges Problem. Ja, aber ich sag Ihnen das individuell. Ja. Was bei den einen da sein muss, muss bei den anderen ja nicht sein. Nee, das stimmt. Das haben wir auch. Ja. Also es war ja bei mir auch, der Hautarzt, der saß auch vor mir und dachte so,
Also ich habe schon im Schuppenflechtenklinikum, wie auch immer das heißt da, ne? In Hamburg gibt es da irgendwie so eine Klinik, die komplett auf Schuppenflechte spezialisiert sind, sagte, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Mhm. Da saß ich dann auch, ja, und was machen wir jetzt? Pff, jo. Ich sag, geil. Helfe ich mir doch mal am besten alleine. Also das war dann so am Ende so dieses Ding, wo ich dachte, okay, zum Arzt brauchst du deswegen nicht rennen. Der wollte mir natürlich logischerweise noch eine Cortisoncreme, aber dadurch, dass es wirklich am ganzen Körper war, also wie viele Cremes pro Woche soll ich da bitte ausprobieren, ja, bis das hilft. Und Cortison raufschmieren auf wunde Haut, ja. Kommt hinterher wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Richtig, dann, ne? Ja. Richtig. Und dann habe ich mich halt wirklich damit beschäftigt, dass das natürlich auch was mit dem Darm zu tun hat. Denn jede Krankheit, wahrscheinlich nicht die schlechten Augen, okay, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich glaube nicht, dass die vom Darm kommen. Aber schlussendlich kannst du fast jede Krankheit runterbröckeln auf unsere Darmflora. Also fängt man natürlich im Darm an, tu was für den Darm. Darm gesund, Mensch gesund. Richtig. Ja. Und wenn natürlich der Darm völlig wusch durcheinander ist, dann kann er natürlich auch diese ganzen Vitamine nicht aufnehmen. Ja. Und das war dann somit das Erste, was ich tatsächlich damals gemacht habe. Ich habe eine, von Ringana ist das, habe ich eine ABC-Kur gemacht, wo ich wirklich meinen Körper einmal komplett neu programmiert habe, mal den Darm ordentlich durchgepustet habe, sozusagen den Körper mit allem, was er in jeglicher Art und Weise braucht, an Vitaminen, alles zur Verfügung gestellt habe. Und was ich am geilsten daran fand, ist natürlich, merkst du das, dass du fitter bist und dass du, die Haut, an der Haut konnte ich es nicht richtig erkennen, weil ich hatte so viel Schuppenflechte, dass ich nicht sehen konnte, was ist jetzt hier entgiften deswegen und was ist Schuppenflechte. Ja, du bist das beste Beispiel, schau dir jetzt mal deine Haut an, ne? Wunderschön, Vorzeigeobjekt auf jeden Fall. Es war aber ein langer Weg, wie gesagt. Ich habe dann mit Vitaminen gearbeitet. Vitamin D3 habe ich komplett so richtig hochdosiert. Das hat mein Kumpel angeschnitten, ey, mach das mal. Und ich so, okay, mach ich mal. Völlig unbewusst, ne? Mich vorher nicht damit beschäftigt, bin dann aber zur gleichen Zeit, so ich habe angefangen und war dann zur gleichen Zeit in dieser schönen Vitamin D3-Gruppe. Und habe mir da alles an Infos zusammengesammelt. Also ich bin jetzt eine Kandidatin, die nicht mit Magnesium angefangen hat. Aber es hat mir jetzt auch, nicht geschadet, sage ich mal. Auf der anderen Seite, wer mit Vitamin D3 anfangen möchte, bitte lest euch ein, denn es ist wichtig, gewisse Dinge vorher zu tun und gewisse Dinge zusätzlich zu tun. Ja. Das ist ein wichtiges Thema, also nicht einfach hier so wahllos einnehmen. Zu dem Thema kommen wir noch. Ja, also das, genau, da gibt es ja auch nochmal ein Interview zu. Ja. Es ist auf jeden Fall ein super gutes und wichtiges Thema, was mir auch geholfen hat. Und da zusätzlich habe ich Familienaufstellungen gemacht. Hypnotherapie habe ich gemacht. Ich bin einfach, wie gesagt, ich meine, es hat was mit der Seele zu tun. Und wenn wir ganz ehrlich sind oder sein müssen, natürlich, es muss alles ins Gleichgewicht kommen. Ja. Aber an meine Seele, das hatte ich dir ja letztens schon mal erzählt, an meine Seele kommen natürlich diese ganzen Vitamine, die ich nehme, kommen da nicht hin. Und auch mein Essen kommt da nicht hin. Es gab auch Menschen, die der Meinung waren, es lag an meiner veganen Ernährung, bestimmt. Ja, die habe ich dann alle nur ein bisschen belächelt, weil wie gesagt, ich wusste, wo es herkommt, dieses seelische Problem. Viele wissen aus eigener Erfahrung dann nicht, dass man sich dadurch besser fühlt. Ja, und ich habe einfach meine seelischen Probleme sozusagen aufgearbeitet und wir alle tragen genug Päckchen mit uns rum und in irgendeiner Art und Weise schlägt es aus. Bei mir war es über die Haut, ja. Ich kann von Glück reden, dass es nur die Haut war. Ja, jetzt habe ich sichtbar war, richtig, es war sichtbar. Es war, es war schwierig, es war eine ganz eklige Zeit, muss ich ehrlich sagen, weil es ist schlimm, ne, ohne dass ich mich jetzt hoch in den Himmel lobe, aber ich habe ja durchaus Augen im Kopf, auch wenn sie nicht die besten sind, die sind ein bisschen schlecht, weil Linsen drin, aber trotzdem sehe ich, dass ich ein hübsches Mädel bin. Kriege ich oft genug gesagt und ich weiß es, dass ich ein hübsches Mädel bin. Und wenn du dann ja, damit... Ja, wissen auch, deswegen habe ich dir auch schon den Antrag gemacht. Ah! Aber wenn du dann mit so einem Problem konfrontiert wirst, dass du wirklich von Kopf bis Fuß, dass diese Schönheit komplett überdeckt ist. Das war schwer. Ich glaube, das hat zusätzlich nochmal oben reingeschlagen, dass ich echt an mir arbeiten musste. Was allerdings auch wieder dazu beigetragen hat, dass ich die Menschen auch mit, also andere Menschen nochmal mit anderen Augen sehe. Richtig. Dass man vielleicht auch ein Stück, nicht dass ich oberflächlich wäre, aber wir tragen alle ein Stück Oberflächlichkeit mit uns. Und ich glaube, ich habe einfach noch ein Stückchen verloren, weil ich die Menschen auch mit ganz anderen Augen angeguckt habe, nachdem ich selber dachte, okay, deine Schönheit ist jetzt nicht zu sehen, die musst du auf anderem Weg rüberbringen, diese innere Schönheit, die du hast. Die konnte ich mit dem Äußeren in dem Moment nicht gut machen, sage ich mal. Ne? Es musste anders funktionieren und dann fängst du auch an, die Menschen anders zu sehen.
Hat mir auch wieder ein Stück weitergeholfen, ne, muss ich sagen. Fand ich auch wieder super. Alles in allem hat es mich 15 Monate meines Lebens gekostet, diesen Weg zu gehen. Es war immer mal so hoch und runter. War mal schlechter, mal wieder gut, dann wieder beschissen und auf einmal das. Und das war tatsächlich noch vor dem Tod meiner Mutter. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es nochmal wiederkommt, nachdem sie verstorben war, dass ich wieder so ein... Ich bin in ein Loch gefallen, na klar. Aber ich kann damit anders umgehen, ne? Und so bin ich halt dazu gekommen, mein Leben gesund, gesünder zu gestalten, bewusster zu gestalten. Bewusster, genau. Bewusstes Leben, bewusst... bewusste Lebenseinstellung, Ernährungsform. Ja. Und auch zu versuchen, Stress zu vermeiden. Ich meine, alle, die alleinerziehend sind, ist mir egal, ob mit ein oder fünf Kindern. Das macht natürlich schon was aus, wenn es drei oder vier sind. Aber wer alleinerziehend ist, hat Stress. Punkt. Aber der normale Mensch hat auch Stress. Also wir haben alle Stress und da gilt es natürlich auch wieder, kommen wir zur Waage zurück, dass wir ins Gleichgewicht finden. Meine Meditation, ich meditiere jetzt um Gottes Willen nicht jeden Tag. Sollte ich, ja. Möchte ich gerne, hoffe ich, mache ich auch mal, weil es einfach viel gibt. Aber wir müssen unserem Körper ganz einfach Vitamine zur Verfügung stellen. Wir müssen ihm die Spurenelemente, Mineralien, hast du nicht gesehen, alles, was der Körper einfach von innen heraus braucht, um fit zu sein. Körper, Geist und Seele. Entschuldigung. Alles gut. Es muss alles im Gleichgewicht sein. Sonst.